Irgendwann funktioniert das. Zeig mal. Und zieh nach oben. Genau. Und nochmal runter. Und Daumen. Jawohl. Siehst du, dann geht das. Jetzt hören wir erstmal Musik. Rentner und Kinder, wir sind uns für nichts zu schade. Alles muss bei uns ran und arbeiten. Anuki macht Spaß. Ey, ey, ey. Mann, ey. Sagt's heute nicht, macht's aber. Kann man nicht machen. Heute werde ich mich um diese Dingshilfe machen, um diese Zange. Ich habe es ja jetzt schon wirklich 3 Monate ungefähr drin bei eBay Kleinanzeigen. Und das möchte keiner haben. Für 100er oder so oder für 150 möchte das keiner haben. Und jetzt baue ich es auseinander heute und dann wieder neu, wird es neu lackiert und neu zusammengebaut. Ja, genau. Schön. Darf ich jetzt was trinken? Nein, weiterarbeiten. Klar, darfst du trinken. So. Ja, das mache ich heute. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, ey, ich mache sauber vorm Haus, ja, räume den Müll weg. Jetzt wird sich beschwert, dass dieser Müll, den ich vom Haus wegräume, dieser Mülleimer, diese Tonne, wenn die dann mal voll ist, dass ich die mit in den Hausmüll mache. Da wird sich beschwert drüber, wo soll ich denn den hinmachen? Ich soll auf der Straße liegen lassen. Was ist denn mit denen los? Was ist denn los mit den Leuten? Ich kann doch nicht den Müll auf der Straße liegen lassen, dann haben wir wieder die Ratten hier und alles. Was ist denn los, ey? Natürlich wird das weggemacht. Muss ja irgendwo entsorgt werden, auch im Hausmüll. Das ist ganz normal. Das ist doch völlig normal. Das ist doch völlig normal. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn so ein Scheiß hier vom Haus steht, wird das sauber gemacht. Das war noch nie eine Diskussion. Ganz einfach. Die schiebt man doch nicht zum nächsten rüber oder so. Ich meine, dann kommt es ja wieder zurück. Ist ja totaler Schwachsinn. Macht da so was, ey. Ich verstehe das nicht. Das fand sich so ja beschweren, wie soll das bezahlen? Bezahle ich eine Tonne, das ist mir auch egal. Also das ist mir dann echt auch noch egal. Dann mache ich eine Tonne selber nur für mich und dann Arschlecken. Okay, also eine Tonne, ich bestelle eine Tonne mehr. Das hat halt keinen Sinn. Also das sind ja nur blöde, die Leute. Wollen einerseits, dass es richtig schön aussieht draußen vor der Tür und ist so müllig. Da liegen überall der Scheiß rum, manchmal Windeln voll geschissen und so ein Quatsch, ja. Irgendjemand, die da hinschmeißt, wenn sie da die, was weiß ich, Markt sind und so, und dann kommen sie zurück und müssen ihre Babys noch im Auto schnell wickeln, schmeißen sie den Scheiß raus, ja. Die Hunde, Kottüten liegen überall rum. Ich mach das weg, na klar, mach ich in den Hausmüll. Ist ja logisch, was natürlich vor unserem Haus ist, mach ich in den Hausmüll. Ist ja ganz normal. Also, weiß ich nicht, ja. Darüber sich aufzuregen, also wirklich. Jetzt hört's mal auf. Zumal es ja meine Aufgabe ist, vom Laden sauber zu machen. Das ist ja nun mal Fakt. Ja. Das ist meine Aufgabe, vom Laden sauber zu machen. Und wenn das gemacht wird, naja, wo soll ich denn damit hin? Ja. Das ist halt so. Wenn da einer irgendeinen Müll hinschmeißt, dann hebt man den auf. Macht man doch auch so. Macht man doch auch im Hausflur oder macht man das nicht? Lässt man das im Hausflur liegen. Das ist meine Aufgabe, vom Laden sauber zu machen. Also zählt das im Grunde genommen als Müll. Ja. Was von dem Haus ist, weg damit. Ja, keine Diskussion, ey. Ich steig doch nicht irgendwann über Berge von Müll hier. So, ich bringe jetzt den Einkaufswagen zu Lidl zurück, weil, wie gesagt, wird sich schon beschwert, dass er hier unten im Haus steht. Ja, kannst du mitkommen dann gleich. Ja, bringen wir den schnell hin zu Lidl. Ja, jeder beschwert sich. Beschwert sich, dass er draußen steht. Ah, sieht so müllig aus. Beschwert sich, dass er drin steht, wo er jetzt sauer ist, ja. Weil er nicht wegkommt. Aber ich habe halt keine Zeit. Ich habe einen Laden hier zu machen. Ja. Ich bin 12 Stunden am Tag hier im Laden. Wann soll ich denn den noch wegbringen, ey? Nach den 12 Stunden. Na klar, hätte ich machen können. Logisch, klar. Nach 13 Stunden manchmal. Na, was denn nun noch alles? Ey, bringt den doch selber weg. Ihr habt doch Zeit. Sitzt doch 100 Jahre im Café, alle immer. Ja? Bringt den auch weg. Geht doch auch einkaufen bei dir. Dann bringt den auch weg.
ein Scheiß. Immer das auf mich abzuschieben, denn. Ich meine, ich mache es ja, aber dann an irgendeinem Sonntag. Ja, letzten Sonntag ging nicht. Diesen Sonntag hätte ich es gemacht, jetzt mache ich es. Jetzt kotzt mich halt an die Scheiße. Und dass man noch nicht hier irgendwie, ey, man macht und tut und wird dafür noch im Arsch gefickt. Das gibt's nicht bei mir. Was soll das? Lass ich nicht zu. Ich bin fleißig, ich drehe mich, ich wende mich, wie ich kann. Aber eben nur in meinem Rahmen. Mehr nicht. Fertig. Ja, ich mach jetzt kurz zu. Komm, wir gehen. Okay. Hey, der Einkauf hat jetzt Priorität. Und Schwachsinn. Aber so ist das halt. So ist das. Jetzt nochmal bei Lidl. Sind wir wieder da. Ach Mann, ey, das ärgert mich. Traumkunden. Kaum Kunden? Kein Kunde bis jetzt. Luftpumpenkunden. So ist das. Und Ärger, aber Ärger hat man viel. Man macht sauer und man hat Ärger. Oh Mann, aber es war auch bei Lidl ein Wagen mit ein Kaffee da drin, ganz leer. Ein Wagen mit Müll. Mit Müll, wa? Ja, die sind halt so, die Leute schmeißen alle in die Wegen rinnen und so. Bei uns ja auch ins Lastenrad schmeißen die überall den. Ja, bei Mamas auf Mamas jeden Fall. Mamas Lastenrad, ja. Da schmeißen die immer was rein. Das ist total bescheuert. Da sind die Leute allgemein. Und wegmachen will es am Ende keiner. Das ist das Schlimme daran eigentlich. Dass das keiner dann wegmacht, na, ist ja nicht von mir. Ja. Interessiert mich nicht. Lass es doch liegen. Aber Papa sauber gemacht. Ja, und wenn man es sauber macht, ist es doch viel schöner. Ich verstehe das ja nicht. Ich verstehe das nicht. Warum hat man da nicht diesen Kompromiss? Naja, dann mache ich es halt sauber, pack's in Müll und dann ist gut. Dann habe ich aber wenigstens die Straße sauber. Warum habe ich das Verständnis nicht dafür? Das verstehe ich nicht. Warum ist dann nicht genau an dem Tag und der Müllwagen vorbeigefahren? Keine Ahnung. Ja, Fakt ist, so ist es. Jetzt steigen wir aus. Da ist gut. Jetzt sitzen wir hier rum und gucken deine Zirkusaufführung. Ne? Guck mal, Papa, das ist cool. Das ist kein Reifen. Das ist sowas, was ein Fahrrad hat. Wie eine Felge, ne? Ja, das ist sowas, was ein Fahrrad hat. Ja. Das habe ich nicht geschafft, da bin ich fast runtergefallen. Oi. Dann haben sie mir das abgenommen und dann habe ich was anderes gemacht. Tja, die Schule von Anouk, die lässt sich richtig was einfallen. Finde ich gut. Sitzen wir hier und gucken uns das an. Das ist ja schon fast ein Jahr her. Was? Das ist ja schon fast ein Jahr her. Ja. Das ist, wie lange ist es schon? Eine Weile her, ne? Ist ja. Ein halbes Jahr. Seit einer ersten Klasse. Das war eine erste Klasse. Die kenne ich, die ist Serafimas Pate. Ja, also, wie gesagt, ne, selbst der Chef vom Sauers hat gesagt, es funktioniert so und zwar nur so, ja, wenn man gegenseitig, ja, wenn man auch manchmal den Dreck von den anderen Leuten wegräumen muss, nur so funktioniert es, ansonsten leben wir irgendwann in einem Sumpf. Ja. Sagt er, wer will das schon? Also so die Aussage, lass es doch einfach liegen, geht uns nichts an. Das geht
gar nicht, sagt er. Das geht überhaupt nicht. Damit schießt sich jeder ins Aus, so eine Geschichte. Jo, da bin ich sehr beruhigt. Ne, natürlich war mir auch klar, dass er genauso denkt, weil, wie gesagt, das ist ein gesunder Menschenverstand, sagt einem das, dass wenn vor der eigenen Höhle Mist liegt, ja, auch wenn es nicht der eigene ist, räumt man den auch weg und steigt nicht jedes Mal drüber. So einfach ist das. Wenn Kacke draußen liegen würde, würde ich es auch wegmachen und nicht drüber steigen. So sieht es nun mal aus. Ne? Deswegen, alles belanglos, er hat es genauso gemacht, er hat das Video gesehen, auch mit dem Einkaufswagen von Lidl, ja, der hin und her geschoben wurde. Und meinte, er hätte es genauso gemacht. Alles richtig gemacht, alles richtig, alles korrekt. Keine Beschwerden. So was, das ist ein Blödsinn, totaler Schwachsinn ist das. Regt mal immer auf, ja. Also, wer so denkt, oh ja, ist unglaublich. Naja, jetzt geht weiter im normalen Betrieb. Die Sonne scheint. Guck mal, vielleicht verirrt sich doch noch heute einer hierher. Ohne, dass er eine Luftpumpe nur benötigt oder so, sondern auch einen Auftrag. Müssen wir mal schauen, ne? Also ich bin da. Die ganze Zeit eigentlich, bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Jetzt haben wir schon um 2 Uhr, Viertel 3 und keiner war da. Schade. Müssen wir mal schauen, ne, ob noch was passiert. Studio Ghibli, okay, der erste Auftrag heute kommt 3:15. Licht, Rücklicht funktioniert wieder nicht. Ich soll nochmal gucken. Ich habe das schon mal gemacht. Das gucke ich nochmal. Schauen wir das an und wir werden mal ausfinden, woran das liegt. Wahrscheinlich ist die Lampe von AXA. Ja, wir machen jetzt nicht alle AXA-Produkte schlecht. Die Schlösser sind ganz gut. Oh. Na, jetzt, ich schließe es wieder neu an, weil das erstmal ist es irgendwas mit den Kontakten. Und den Rest werden wir sehen. Naja, ist auf alle Fälle geschehen, funktioniert wieder. Da steht so, hallo, kannst du mal gucken, weil geschrieben ist geschehen. So einfach ist es, jetzt ist es fertig. Ich starte jetzt ein Tandem-Projekt, ja? Und zwar hat ja schon mal jemand ein Tandem-Projekt gestartet mit dem Mythenstück, und zwar hat er das gebaut. Muss irgendwann sehr lange her gewesen sein, und zwar hat er ein Rabeneig Herrenfahrrad. Man sieht es am R, am Raben mit dem R und am Steuerkopfschild noch. Zusammen mit einem Herkules Damenfahrrad verheiratet. Hat sie zusammengeschweißt. Ja. Und ja. So sieht's aus. Und das Ganze werden wir jetzt erstmal komplett zerlegen. Das ist eben schon eine ganze Weile her. Jetzt machen wir Projekt Nummer 2 an dem Ding. Alle zerlegen, alles sauber machen, neue Fetten und wieder zusammenbauen mit teilweise neuen Teilen. Das mache ich. Ja, so sieht das aus. Das wird jetzt gemacht. In Angriff genommen. Ja, weil ich wollte keine haben. Ich habe es angeboten, ihr habt das Rad. Für 100er oder so, über eBay Kleinanzeigen. 3 Monate lang oder so. Ich wollte keine haben. Jetzt geht's weg. Jetzt wird zerlegt.
Jo, das haben wir vorbereitet. Auf alle Fälle ist komplett zerlegt. Jetzt zum Strahlen. Ja, das wird gestrahlt, pulverbeschichtet. Eventuell, wahrscheinlich lasse ich es erstmal nur strahlen und schaue es mir dann an. Ja, so sieht es aus. Die Tretlager sind raus. Hier ist es noch drin, weil hier ist so eine kleine Schale mit eingepresst. Die finde ich toll. Die will ich eigentlich nicht kaputt machen. Wenn ich das raushole, dann ist sie kaputt. Weiß ich nicht, ob ich das will. Mal schauen. Kann ich hinterher immer noch rausnehmen. Wird erstmal gestrahlt. Ja. Ja, so sieht's aus. Das war die Arbeit bis jetzt. Oh, Mann, ist das. Muss auf Stufen fort. Ja, Kette ist hier gerissen. Die guten Frau Mietrad zurück. Kette im Arsch. Wie kann denn sowas sein? Und alles frische Schecken, alles. Da reißt die Kette. Und am Arsch weg. Schon das zweite Mal jetzt mit der Kette Probleme. Unglaublich. Das ist mir ja peinlich. Aber sowas kann auch passieren. Man steckt nicht drin, da wird jetzt einfach eine neue Kette aufgezogen und dann ist das gut. Trag sie erstmal weg. Auf Halde. Hier ist alles. Perfekt. So einfach. Ein. Oh. Mann, passiert heute gar nichts. Das ist langweilig. Wo ist denn reinkommen denn? Hä? Gut, dass du so weit gekommen bist. Ja, kannst du gucken. Ja, ja. Der Kollege hat ja selber Stoff. Ja, ich mach's ja gerne. Das ist ja nur, wenn es dann Licht hat. Das war gestern. Willst du nicht kommen? Komm mal her. Ich habe Stunden gebraucht. Dann ist Ketten, also für die Kette auf die Kassette gewechselt, ist mir die Kette von der Peitsche abgegangen. Musste ich, also gerissen. Ja, musste wieder. Okay. Wieder rangehen. Ja. Mann, oh Mann, Totenstille. Nichts passiert hier. Ist eine Katastrophe. Ich schneide jetzt das Videomaterial von heute zusammen. Das wird nicht viel sein. Das wird mehr Mecker sein über alles Mögliche. Mich alles so ankotzt und bla bla bla. Den Rahmen habe ich vorbereitet. Das ist schön. Hatte ich ja gerade eben schon mal gezeigt. Der sieht jetzt richtig gut aus. Und der ist gar nicht mal so schwer, wie ich dachte. Ja, ich gehe jetzt alle Teile ab, sind natürlich. Aber erst auch als Rahmen. Das Tandemrahmen ja nicht mal so schwer. Ich hab mir das schwerer vorgestellt. Mit dieser Eisenkonstruktion da drin. Jo, also muss ich mal sagen. Damit bin ich schon mal zufrieden. Es ist vorbereitet. Das wird abgeschliffen oder eben gestrahlt einfach nur und dann neu lackiert. Und dann ist das fit für den nächsten Einsatz. Jo, jetzt schneide ich das Material. Ich wünsche euch alles Gute. Schlaft gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.